Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 23. August, 21.04 Uhr, hier auf Astroworld. Heute passiert was, das Astroworld im ganz neuen Licht erstrahlen lassen wird. Genau, ein wundervoll buntes, strahlendes Feuerwerk. Und das ist noch nicht alles. Während am Himmel die Funken fliegen, gibt's reichlich zu erleben. Plaudert mit euren Freunden, nehmt an einer tollen Tombola teil und genießt das Farbenspiel. Ich selbst werde auf dem Festplatz Sachen verteilen und Vorschläge für eigene Feuerwerkskörper annehmen. Ui, das ist seit längerem das erste Mal, dass ich an der frischen Luft arbeite. Ich freue mich. Weiter mit dem Neuesten von heute. Habt ihr gesehen, dass Astroworld jetzt einen eigenen Campingplatz hat? Dort können Besucher die Schönheit unserer Insel und die Freundlichkeit ihrer Bewohner erleben. Wir werden sicher viele Besucher haben, also schaut doch mal vorbei und lasst euren Inselcharme spielen. Ein solcher Fortschritt verlangt nach einer besonderen Zeremonie und alle sollen mitmachen. Kommt zum Service Center und sprecht mit Tomnok. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Gut. Da sind wir also wieder am Sonntag. So. Okay. Hier hat meine Tochter ein bisschen rumgebastelt mit ihrem Account. Hi Papa, erwähne mich in deinem Video. Alles klar, somit habe ich dich ja erwähnt. Da unten gibt es noch ein Geschenk. In die Tasche. Oh mein Gott, meine Tasche ist voll. Ah, da ist ja meine Post, die ich letztens gekauft habe. Jetzt muss ich erstmal hier gucken in meiner Tasche. So, warte mal. Ich geh mal in mein Zelt. So. Achso, die kann ich ja erstmal wieder essen. Hey, ich habe wieder 0 von 10. Alles klar. Essen. So. Das ablegen. Was ist das? Schwingschaukel. Was? Eine Schwingschaukel? Unkraut? So. Ablegen. Also, das mache ich mal. Ich weiß gar nicht, was das war. Wo habe ich das nochmal her? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich gehe einfach mal hier hin und hau mal die Sachen hier raus. Klopp. Aha. Ein Fass. Aha. Kann sein, dass ich die auch gesammelt habe. Ui! Wo ich mit meiner Tochter mal gespielt habe. Im Hauptmodus. So, wie war das jetzt hier? Achso. Aufheben will ich das jetzt nicht. Mann, ist das hier ein Chaos bei mir. Achso, passt. So, in die Tasche. In die Tasche. In die Tasche. So. Und jetzt öffnen wir das mal. Tada, Truckerkappe. Ha, passt doch besser. So. Leuchtscherz. Okay, wo ist denn jetzt hier mein Hiko? So, das ist mein Bandana. Auspacken. Tragen. Und ja! Und den Bandana tragen. Hoja! Sehe ich ihn jetzt aus? Sehe ich aus wie eine Putzfrau. Oh Gott. Ne, ich lasse mal die Trucker-Kappe an. Tada! Kann ich meine Klamotten nicht irgendwie in den Kleiderschrank tun? Ein Holzschrank. Soll ich mich umziehen? Ha. Ist ja ein Ding. Oh,
Hosen, Jeans. Warum ist da so ein... Ja, aber... Sag mal... Achso, warte mal. Kann ich das hier... Leuchtherz... platzieren? So. Kann ich das jetzt trotzdem noch anziehen? Oh, ey! Warte mal, jetzt hab ich schon... Oh mein Gott! Stell mal wieder hin. So war das. Ah. So. Ja. Ey, jetzt ist das Ding weg. Oh mein Gott. Ja, wo soll ich das denn alles platzieren, ey? So, oh, hier sind Steine. Hi! Oh no! Oh Mann. Jetzt muss ich doch echt wieder so eine verflixte Hacke. Warte mal. Oh. Da ist er wieder. Jetzt, wie ich gesagt habe, Sonntag ist er wieder da. Und diesmal mache ich mit. Ja, geh mal weg, du Esel. Ich will. Reiners Tombola, 500 Sternis. Ich mache mit. Dann steck gleich das Pfötchen in die Kiste und schnapp dir dein Los. Rubbel, rubbel, rubbel. Was mag es sein? Was winkt dir wohl? Gleich erfahren wir es. Sehr schön, die zwei. Oh, hier als Preis eine Blau-Wunderkerze für dich. Glückwunsch. Oha, 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 Fortuna lacht. Wie wär's mit noch einem Röntchen für nur 500 Sternis? Nee, lass mal. Ach, zu schade. Na komm, einfach mal wieder vorbei und mach mit, ja? Eine Wunderkerze, ich glaube ich. Spinne. Mann. Ja, wo ist denn hier? Ach, da. Blöpp. Schnibbeli schnapp. Noch was? Da, jeden Tag auf der Insel. Schnapp. So. Das Feuerwerk hat angefangen. Schön, dass du da bist. Für alle Besucher des heutigen Feuerwerks gibt es ein Geschenk, aber deine Tasche ist voll. Ah, ich und meine Taschen, Leute. Das ist aber nervend hier. So. Hier blöde Kram ablegen. Stein ablegen. Das Unkraut will ich demnächst verkaufen, wenn der Kerl irgendwann da ist, ablegen. Hier blaue Wunderkerze. Ausrüsten. Oh, meine blaue Wunderkerze. Ah, ich kann damit bewegen. Hä, wie geht denn das? Juhu. Okay, haben andere auch Geschenke für mich? Oh, hey, wie geht's dir so? Ich hab dich lange nicht mehr gesehen. Du meintest mich doch nicht etwa, oder? War nur Spaß. Ich find's immer klasse, wenn wir mal reden. Achso, ich wollte ja mal hier tun. Ist doch hier drin, oder, der Tomnok? Ah, der Zillis. Hallo, hallo. Ich suche Leute, die Interesse an einem Kurs zum Thema Umgestalten haben. Seine Kreation umgestaltet zu können, macht Basteln noch schöner. Probier's doch mal aus. Ja, gibt's denn das? Ich will mit dir reden, Junge. Ach, Mano. Retro-Klapptisch. Was soll ich an Tom? Umgestaltungskurs. Bist du bereit, die wunderbare Welt des Umgestaltens zu betreten? Aber mit Vergnügen. So gefällt mir das. Fangen wir gleich an.
fange am besten mit einer Erklärung des Umgestaltens an. Im Grunde ist es ganz einfach. Zuerst brauchst du natürlich etwas, was du umgestalten möchtest, sowie die nötigen Umgestaltungssets. Und dann gestaltest du das Item an einer Werkbank um. Schon hat es ein neues Design oder eine neue Farbe. Wie sagt man noch gleich? Probieren geht über Studieren. Fangen wir also an. Dein Ziel in dieser Sitzung ist es, einen Holzschrank zu machen und dann umzugestalten. Das ist dir vielleicht längst bekannt, aber mit einem farblich umgestalteten Holzschrank könntest du daheim neue Akzente setzen. Und diese Freiheit, dich künstlerisch auszudrücken, ist doch genau, was Astroworld ausmacht, ja? Oh, dir fehlt noch die entsprechende Basteleinleitung? Augenblick, ich lasse sie dir rasch zukommen. So, das wäre erledigt. Komm dann bitte wieder, sobald du einen Holzschrank angefertigt hast, ja? Holzschrank. So einer steht doch vor meinem Ding. Neu. Ah ja. Okay. So. Wo hat die das gehabt? Ach so, hier. Ich glaube, ich hier gehen wir mal reinschauen. Max laden. Hallo. Hallo. Willkommen in Nox Laden. Interesse an den Artikeln im Regal? Hier ist unser heutiges Sortiment. Viel Spaß beim Stöbern. Oh, es gibt ohne Wackelschaufel. Ohne Axt. Boah, voll teuer. Badeanzug, Regenschirm. Was ist das? Deko, Anleitung, mein erstes Bastelbuch, Ideen für Bastler, Alter. Oha. Was denn schon alles gibt? Wenn du noch irgendeinen Wunsch hast, wende dich jederzeit vertrauensvoll an uns. Nee, lass mal, ihr seid mir zu teuer. Vielen Dank, danke schön. So. Nächstes brauche ich, wo ist denn hier meine Bastelanleitung? Ah, cool. Aha. Okay, wie war das noch gleich hier mit Bastel? Ach da, Bastelanleitung. Was brauche ich hierfür? 5 Äste, 1 Stein. Mhm, ah, hier ist der eine Stein. So, wo ist jetzt hier der Baum? Viertel! Ah, kommt schon! Komm, Äste! 1, 2. Ja? Komm schon, hallo! 3. Aufheben! 1, 2, 3. 4, 5. Ups! So? So? Okay. Jetzt gehen wir mal zur Werkbank. Boah! Oh mein Gott, das muss ich noch üben, falsche Knöpfe hier zu drücken. So, ich will etwas herstellen und zwar brauche ich einmal eine Axt herstellen. Ja, zack, tada, weitermachen. Ich muss noch mal gerade gucken, was brauche ich noch mal für, ach da, der Schrank. Holzschrank. 12 Hölzer. 5 habe ich. So, holen wir hier meine Hacke raus. Das ist nicht. Hier. Hopp, hopp, hopp. Hopp, sammeln.
Oh, da hinten sehe ich was. Da hinten sehe ich was. Warte mal. Ich muss gerade mal hier sammeln. Zack. 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 So, hab ich. Holz, Hartholz, Weichholz, ja, Hölzer. Welche Hölzer brauche ich denn? Ich weiß es nicht. Wie komme ich denn da rüber? Ach, da. Da kann ich die sammeln? Nein. So, was kann man hier machen? Ah, da ist Holz. Hopp, hopp. Zack, zack. Uah. Zack. So, habe ich jetzt 11. So, jetzt habe ich von allen Hölzern genug. Ich gehe mal hier rein. Schauen, was hier gibt. Oh, wer ist das denn? Guten Tag. Nico. Ahoi, Nico werde ich genannt. In der Philosophie bin ich weltbekannt. Ha, du hättest mal dein Gesicht sehen sollen. Naja, der Teil mit Nico stimmt jedenfalls. Man sieht sich, Amigo. Ha. Es läuft King KK. Alles klar, tschüss. Was ist das hier? Campingplatz. Na gut, dann gehe ich jetzt mal. Warte mal. Achso, wie das. Meine Schrank basteln. Oh, oh mein Gott. Vielleicht sollte ich die Knöpfe mal vertauschen hier, ey. Oh, du sollst da dran basteln und nicht dagegen hauen. So, etwas herstellen. Einen Schrank herstellen. Ja. Holzschrank ist fertig. Genug fürs Erste. Ich wollte ja, dass ich meinen Holzschrank baue. So. Und jetzt zeige ich dem meinen Holzschrank. Ich und mein Holz. Holzi, Holzi. So, da bin ich wieder. Oh, der Zillis, du hast deinen Holzschrank dabei. Dann ist es jetzt an der Zeit, mit dem Umgestalten zu beginnen. Ich habe dir einige Umgestaltungssets in deine Tasche gelegt. Probiere das Umgestalten doch gleich mal an deinem Holzschrank aus. Holzschrank. Helles Holz? Weißes Holz? Was? Weißes? Kirsch. Dunkel? Schwarz? Grün? Blau? Rosa? Benötigt? Farben. Okay, ich hätte gerne hier so einen hellen Schrank, oder? Ja. Zack. Umgestalten. Ja. Pep. Der Holzschrank wurde umgestaltet. Ja, ja, wirklich wundervoll. Wie du siehst, ist das Umgestalten ganz leicht, solange man nur Umgestaltungssets und eine Werkbank hat. Die übrigen Sets kannst du ruhig behalten. Nutze sie für dein nächstes Umgestaltungsprojekt, ja? Da du den Kurs damit abgeschlossen hast, kannst du jetzt auch im Laden Umgestaltungssets kaufen. Das Umgestalten ist in erster Linie für Möbel und andere Items gedacht, die du selbst gebastelt hast. Aber manche der Marktartikel, die im Laden verkauft werden, kann man ebenfalls umgestalten. Es gibt zum Beispiel solche, bei denen du den Stoff ändern oder ein eigenes Design hinzufügen kannst. Herauszufinden, welche Items du auf welche Weise umgestalten kannst, macht eine Menge Spaß. Und damit wären wir am Ende meines Kurses zur Umgestaltung angelangt. Dein umgestalteter Holzschrank wird sicher gut in dein Zuhause passen. Und nun mach erstmal eine Pause. Du hast sie verdient. Das heißt, also, du hast sie dir verdient. Was gibt's hier? Nix. Ich gehe jetzt hier nochmal an den Automaten. Einmal pro Tag erhalten sie die Zukunft noch von dem Bonusmalen. Erster Tag. Ach ja. Wählen sie Service aus. Knock Shopping. Bankautomat.
Bankautomat. Ich verstehe es trotzdem nicht. Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen. Einzahlen. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, einzuzahlen. So. Auszahlen. Eins. Kredithöhe. Nix. Sehr merkwürdig. Nock Shopping. Gibt's was Neues? Besondere Waren? Ja, okay. Bisschen teuer. Was ist denn das für... Oha. Achso, ja, das habe ich geholt. Rodeo Federwippe. Und wer will denn sowas? Es ist saisonabhängig. Ah, ja. KK Milonga. Okay. Auswahl des Tages. Aha. Okay. Gehen wir nochmal raus hier. Ich will nichts. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich muss mal gucken. Was wir jetzt hier noch haben. Schönes. Nichts Neues. Alles beim Alten. Sieht so aus. Okay. Gibt's bei Any Neues? Alles beim Alten. Ja. Achso, warte mal hier. Plopp. Das haben wir ja jetzt abgeschlossen. Alles soweit. Zack. Zack. Den Schrank, den ich jetzt gebastelt habe. Ach, der ist auch schon weiß. Was ein Zufall. Wir haben genau den gleichen Schrank gebaut. Ich weiß überhaupt nicht, wohin. Warte mal. Ich noch irgendwas basteln soll. Ich guck mal hier nochmal. Alles beim Alten. Wem könnte ich den denn hinstellen? Warte mal. So. Wo ist mein Schrank? Ach da. Platzieren. Zack, bitteschön. Mann, Mann. Hier sieht's schlimm aus. Schlimm, schlimm, schlimm. Wenn die mir hier alles in die... rumlagern, wie soll ich denn irgendwas... Ich habe hier voll den Platzmangel, ihr Leute. So. Ich leg das jetzt mal... keine Ahnung wohin. Ich habe einfach keinen Schimmer. Ich leg das jetzt mal... hier. Platzieren. Was haben wir noch? Bandana. Ups. Platzieren. Und dann platzieren, denn ich weiß einfach nicht, Matrosenhemd, wie ich hier sonst Platz schaffen soll. Okay, so, das haben wir jetzt alles gemacht. Was wäre denn jetzt unsere nächste Aufgabe? Okay, keine Ahnung. Gut. Dann verbleibe ich erstmal hier. Und ich denke mal, dann sehen wir uns erst morgen wieder. Es ist nämlich schon reichlich spät. Ich sehe aus wie ein Mörder. Schnell hier mal was anderes. Oh, der Stab wäre gut. Hallo, ich bin der Angler. Nee, okay. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Wahrscheinlich am Montag. Mal sehen, wie es läuft zeitlich. Und bis dahin dann noch. Einen wunderschönen Abend. Bis denn.